Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zu einem neuen Video von mir. Heute ist unser erster Seetag. Wir sind auf dem Weg von Cadiz nach Lissabon. Wir haben aktuell 15 Grad, die Sonne scheint. Ich wollte eigentlich das Hallo auf dem Balkon aufnehmen, aber die Sonne blendet zu dolle. Deshalb mache ich das hier drin. Aber ich nehme euch natürlich auch noch mit raus. Heute Nacht wurden hier an Bord die Uhren umgestellt. In Lissabon haben wir eine andere Uhrzeit. Die sind eine Stunde zurück und wir haben uns jetzt schon angepasst. Das heißt, auf meinem Handy steht zwar 11.02 Uhr, wir haben nach Bordzeit jetzt aber 10.02 Uhr. Das ist ganz entspannt, denn ich habe die letzten Tage wieder langsam angefangen, zu lange zu schlafen. Und jetzt bin ich da wieder ein bisschen drin, also mir tut die Zeitumstellung ganz gut. Ich werde jetzt was frühstücken gehen, mal gucken wo, vielleicht im Yachtclub oder so. Ich habe auf jeden Fall gesehen, dass heute zwei Restaurants bis 11 Uhr Frühstück anbieten. Und ab 11 Uhr bin ich dann im Spa, da habe ich mich von 11 bis 15 Uhr eingebucht, einfach um eine schöne Liege zu bekommen und da in den Infinity Pool zu gehen und so. Bestimmt gehe ich auch mal in die Sauna. Aber am Seetag ist es erfahrungsgemäß an Deck ein bisschen schwierig, einen schönen Platz zu finden, vor allem um die Uhrzeit, weil die meisten Leute stehen einfach ein bisschen früher auf. Und ich nehme euch wieder mit durch den Tag. Ich war jetzt gerade im Yachtclub-Restaurant frühstücken und mal als Tipp, der Yachtclub hat Außenplätze, wenn aber nicht genug Plätze frei sind. Zum Frühstück darf man auch in die Lanai Bar, die grenzt nämlich direkt an den Yachtclub und die decken da mit ein. Das darf man zum Abendessen nicht, aber beim Frühstück ist das möglich, da hat man also noch mal ein paar mehr Plätze. Ich komme gerade aus dem Spa-Bereich zurück. Ich war da von 11 bis 15 Uhr. Wir haben jetzt kurz nach 3 und es war richtig schön. Einfach nur, weil man da halt eine Liege hatte und in der Sonne liegen konnte. Ich lag eigentlich wirklich die ganze Zeit in der Sonne. Ich war einmal kurz in der Sauna. Es gibt 4 Saunen, eine Keto-Sauna, eine finnische, eine Aromasauna und eine Bio-Sauna. Die Aromasauna ist irgendwie gar nicht heiß. Die Bio-Sauna ist total angenehm. Ich glaube, die hat so 70 Grad. Da war ich drin. Und die anderen zwei Saunen sind mir viel zu heiß. Ich bin nicht so der Saunagänger. Und ansonsten saß ich echt über eine Stunde in einem der Infinity-Pools. Die Temperatur war auch richtig angenehm. Und sonst lag ich echt die ganze Zeit auf der Liege. Ich habe da eben auch nochmal eine halbe Stunde geschlafen. Ich bin auch voll müde gerade. Es war unnormal voll. Am Landtag könnt ihr eigentlich fast immer auch spontan ins Spa gehen. Aber wenn ihr am Seetag ins Spa wollt, dann bucht das am besten von zu Hause aus schon. Und das macht echt Sinn. Ich meine, man kann ja vor Ort auch noch flexibel stornieren. Aber es macht definitiv Sinn, weil es halt sehr schwer ist, einfach eine Liege zu finden, wenn man schönes Wetter hat. Da war eine sehr, sehr, sehr lange Schlange. Also es hat echt erstmal ein paar Minuten gedauert, bis man rein konnte. Leute ohne Reservierung konnten gar nicht mehr rein. Es gab einfach keinen Platz mehr. Zumindest war das so um 5 nach 11, als ich da war. Und was ich auch sagen muss, es gab auch um 5 nach 11 draußen nur noch 2 freie Liegen. Ansonsten kann man ja auch noch in die Wellness-Oase. Das ist so ein Bereich, wenn man die Treppe runtergeht. Aber ich finde, da ist halt so ein bisschen Keller-Feeling. Da ist halt nicht so wirklich Tageslicht drin. Ja, ich war mal ganz kurz unten und habe da mal die Lage abgecheckt. Da war es ziemlich leer. Da hätte man auf jeden Fall noch super viele schöne Plätze gefunden. Aber bei so schönem Wetter ist es ja doch für mich auf jeden Fall schöner, in der Sonne zu liegen. Und es ist auch wirklich richtig warm heute. Ich glaube, heute Morgen hatten wir 15 Grad. Ich weiß gar nicht, wie warm es jetzt ist, aber boah, ich würde echt sagen, über 20 Grad. Vor allem in der Sonne ist es wirklich warm. Also man kann echt in Badeklamotten einfach in der Sonne liegen und das lässt sich sehr, sehr gut aushalten. Ich könnte jetzt im Spa natürlich nicht filmen, weil es da halt super voll war. Also da kann ich ja nicht einfach die Kamera auspacken. Das wäre ein bisschen daneben. Ich habe gerade mal geguckt, was man jetzt essen kann. Der Barbecue-Grill hat auf. Da war ich ja noch nicht. Da gibt es Hotdog und Pommes. Da werde ich die Tage mit Sicherheit auch mal hingehen. Jetzt habe ich aber keinen Hunger drauf, weil ich gestern Abend noch um 11:30 Uhr einen Burger gegessen habe und ich kann jetzt nicht schon wieder Pommes und sowas essen. Ansonsten hätte jetzt noch auf die Dönerbude. Brot und Stulle hat auf. Das Fuego hat wahrscheinlich auch noch geöffnet. Da habe ich gar nicht geguckt. Das hat eigentlich immer bis 18 Uhr geöffnet. Also da kann man eigentlich auch immer hin. Ansonsten ist ja jetzt auch so ein bisschen Kuchenzeit gerade. Also man könnte auch gleich noch Kuchen essen gehen. Ich werde aber zur Streetfood-Meile laufen und ich hole mir entweder was bei Brot und Stulle oder ich hole mir mal so einen Falafel-Döner. Den wollte ich auch mal ausprobieren. Und dann wollte ich auch mal in die Eisbar und da ein Espresso mit Vanilleeis holen. Kleiner Tipp für euch, das Eis in der Eisbar ist kostenpflichtig, das muss man bezahlen. Wenn man ein Getränkepaket hat, kann man sich allerdings diesen Espresso-Vanille-Eis-Snack holen und das ist umsonst, das zählt als Getränk. Und das werde ich mir gleich mal holen, damit ich wieder ein bisschen wacher werde hoffentlich.
war jetzt gerade im AIDA-Shop. Da gibt es ja so viele coole Sachen und auch ganz viel Lego-Zeugs. Es gibt hier ja leider keinen eigenen Lego-Store. Aber was heißt leider? Also ich kenne den von der Perla. Ich glaube, auf der Prima ist der auch. Hier auf der Cosma gibt es aber trotzdem viele Lego-Sachen. Finde ich ja mal richtig cool. Ich baue ja selber gerne ein, zwei Mal im Jahr irgendwas aus Lego zusammen. Fand ja auch dieses Mario-Set hier richtig cool. Aber das ist wohl eher für Kinder, obwohl ich am liebsten sowas auch hätte. Naja. Ansonsten habe ich mir ein Magnet gekauft. Ich möchte nämlich von jedem Schiff, das ich habe, auch den passenden Magneten haben. Es gab leider gerade keinen von der Cosma. Ich habe mir aber einen von mehreren AIDAs in Hamburg gekauft, weil das ganz gut dazu passt, dass ich ja letztens bei den Cruise Days war. Ansonsten habe ich gerade noch überlegt, ob ich mir von jedem Schiff, auf dem ich war, mal ein Modell hole. Aber ich will auch nicht immer zu viel Krams haben, weil ich mag es auch, wenn es zu Hause alles ein bisschen minimalistischer und schick eingerichtet ist. Es gibt für 35 Euro die Schiffsmodelle, die weiß sind. Die sehen ja irgendwie ein bisschen mehr aus wie eine echte AIDA, finde ich. Und dann gibt es für 50 Euro die silbernen, die so ein bisschen hochwertiger aussehen, auch mit so einem Holzuntergrund. Und dann hätte ich die gerne von der Prima Perla Nova Cosma und eigentlich auch schon von der Blue. Da bin ich ja nächstes Jahr drauf. Aber es wäre jetzt auch zu viel Gepäck in meinem Koffer. Ich hatte nämlich sowieso schon 2 Kilo Übergewicht. Das ging aber so durch. Und da kann ich jetzt nicht noch mehr schweres Zeug reinpacken. Also bestelle ich mir die wahrscheinlich einfach irgendwann mal online. Als Tipp für euch, bei den Aufzügen hängt immer so ein AIDA-Schiffsmodell. Daran erkennt man jetzt zum Beispiel, dass es hier nach vorne geht, hier nach hinten geht und man sieht auch, wo man ungefähr ist. Also hier bei dem Punkt und dem Strich sehen wir, wir sind gerade ganz hinten. Das hilft sehr, sehr bei der Orientierung. Also ich sitze jetzt gerade über dem Ocean Deck, ist relativ voll. Hier ist auch der große Infinity Pool. Hier oben auf dem Deck, auf dem ich gerade sitze, sind auch noch 2 Whirlpools. Einer ist hinter mir und einer ist gegenüber. Und eigentlich wäre das auch mal die perfekte Gelegenheit, in den Infinity Pool zu gehen, in den großen. Aber die Sonne scheint da halt gerade nicht mehr drauf. Wenn man im Schatten sitzt, ist es doch ein bisschen kühler. Ansonsten würde ich auch sehr gerne mal den Racer testen. Also ich war hier noch gar nicht auf den Wasserrutschen. Ich habe noch ein Bikini an. Heute ist sowieso Haarewaschtag, also muss ich das eigentlich ausnutzen. Ich wollte eigentlich in die Eisbar und mir da Espresso mit Vanilleeis holen. Aber ganz ehrlich, ich habe gerade so viel unten in der Streetfood-Meile gegessen und dann am Ende auch noch 2 Brownie-Stücke, dass ich jetzt nicht noch mehr Eis in mich reinkriege. Deshalb hole ich mir, glaube ich, hier gleich einfach an der Bar mal ein Espresso und guck mal, ob ich mich jetzt gleich nass mache. Die Sonne ist fast untergegangen und dementsprechend ist es jetzt auch wieder deutlich kälter draußen. Wir haben übrigens 16 Grad, also so warm ist es eigentlich gar nicht. Ja, aber es fühlt sich echt immer relativ warm an, wenn die Sonne scheint. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Racer und möchte einmal rutschen gehen. Ich habe die GoPro in der Hand und werde das Ganze mal filmen und die GoPro das erste Mal im Wasser testen. Also auf der einen Rutsche können 2 Leute parallel rutschen und auch gegeneinander. Unten steht nämlich die Zeit, da kann man gucken, wer der Schnellere ist. Die Rutschen machen mega viel Spaß. Ich könnte jetzt noch 5-mal rutschen gehen.
ich jetzt eh schon einmal nass bin, dann laufe ich jetzt auch nochmal in den Beach Club und gehe da auch nochmal in den Pool. Da war ich nämlich noch nicht drin. Hier im Pool merkt man gerade, dass wir leichten Seegang haben. Deshalb schwappt das Wasser nämlich so hin und her. Hier vorne ist die Bühne. Da ist nachher Crew Meets Band. Ich finde das immer so cool, wie vielfältig der Beach Club ist. Also, dass das halt tagsüber so ein Schwimmbad ist und abends ist hier mal Party. Gerade ist es das erste Mal auf dieser Tour, dass ich Seegang merke. Also leicht, aber man merkt auf jeden Fall, dass man fährt. Wir schaukeln so ein bisschen auf und ab. Ich sehe das, wenn ich aus dem Fenster gucke. Boah, ich sehe das richtig, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ich zeige euch das gleich mal, wenn ich im Zimmer auf dem Balkon bin. Ich glaube fast, dass ich mir gleich eine Reisetablette nehme, denn mir wird jetzt schon echt wieder so ein bisschen schwindelig. Merkt es ja immer direkt. Also ich trockne jetzt noch ein bisschen, wärme mich was auf und dann werde ich mal ins Zimmer gehen, duschen und mich fertig machen. Der Himmel sieht gerade richtig schön aus und man sieht das Schaukeln leider doch nicht so, wie ich es eben gesehen habe, als ich ein bisschen weiter weg vom Fenster stand. Schaut mal, wie viele Schiffe hier unterwegs sind. Ich habe vorhin auch schon ein Containerschiff aus Hamburg gesehen. Oh, ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber ein bisschen weiter weg, da sind gerade 5 Schiffe. Ich weiß nicht, ob man es so gut auf dem Bild sieht, aber der Himmel sieht richtig toll aus. Ich bin jetzt fertig gemacht. Ich habe das Oberteil an, einen Rock und Turnschuhe. Auf dem Boden liegen Handtücher, die ich zum Waschen abgeben möchte morgen. Und hier in der Dusche habe ich meine Bikinis hängen. Also wenn ihr mich fragt, was dieses Ding da ist, ist eine Wäscheleine. Wir haben jetzt 7:45 und ich gehe jetzt noch im East Restaurant was essen. Ich habe nicht so viel Hunger, weil ich vorhin in der Streetfood-Meile so viel gegessen habe, aber ich schau mal, was ich da so finde. Und dann will ich ja in den Beach Club. So sieht man mein Outfit nochmal ein bisschen besser, wenn es euch interessiert. Also ist Top, ein Rock und Turnschuhe. Und ich nehme noch einen Pullover mit. Also ich habe so einen beigen Pullover, den hänge ich mir gleich um. Im Beach Club ist es warm, aber sonst ist es ja immer ziemlich gut klimatisiert. Da ist es besser, wenn man noch einen Pullover drüber hat. Ja, immer voll gerne so viele verschiedene Kleinigkeiten. Nachtisch gibt es jetzt im French Kiss. Ich werde aus, was muss ich reingehen? In das Kinderding hier. Kann ich euch gerade mal den Funpark ein bisschen zeigen, weil hier heute Abend natürlich kein Kind mehr drin ist. Also die Rutsche sieht wild aus. Das ist so ein Parcours und man kann dann die Zeit stoppen, wie lange man braucht. Und wenn man fertig ist, einen Buzzer drücken. Hey, gehst du auch rutschen, Melly? Hä? Leute, du bist ja wirklich hier. Aber ich kann nicht mehr hoch. Oh, ich kann nicht mehr. Ist es noch weit? Ich mach gerade ein Video, das weißt du. Hier ist der ganze die Ton gleich. Die holt dich gleich ab, ja? Kann ich nicht mehr. Ah, die kann ich nicht mehr. Nehmt ihr bitte runter. Oh, du bist schon da gekommen. Das hat ja richtig gut geklappt. Du schaffst das. Ich geh mal aus dem Influencer-Video raus. Dann kann man sie nicht verletzen. Du kannst die Hände auf deine Schultern legen. Justin, du machst ein Video aus. Hey, das ist doch alles cool, ja. Ach nein, das ist schon schön aussehen. Ja. Okay, aber mit Spaß, mit einem dicken Lachen.
Wow. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna. Picking up our love friends, fill up the car to lip best because we wanna. We wanna. Ich kann es schon sein, dass wir etwas nervös sind, aber mit einem großartigen Publikum, einer fantastischen Stimmung, wird das einfach ein ganz toller Abend werden. Ich bin jetzt wieder im Zimmer. Laut meiner Handyuhr haben wir 12:30. Laut Bordzeit haben wir 11:30, weil wir ja schon an die Zeit in Lissabon angepasst sind. Ich bin heute also mal ein bisschen früher ins Bett gegangen, beziehungsweise auf die Kabine gegangen und werde heute mal versuchen, ein bisschen früher zu schlafen. Denn ich möchte morgen sehr früh aufstehen, um die Einfahrt in Lissabon zu sehen. Wir fahren nämlich unter der großen Brücke hindurch und man kann dann wohl auch die Jesus-Statue sehen. Und mir sagen alle, dass sich das lohnt, dass man da aufstehen muss und sich das angucken muss. Und deshalb werde ich versuchen, morgen sehr früh aufzustehen. Ich war ja heute im East-Restaurant essen. Mir gefällt das East-Restaurant an sich auf der Perla und Prima besser, weil man sich hier nichts anbraten lassen kann. Also für die Leute, die die Perla und Prima kennen, im East-Restaurant kann man sich so eine Pfanne zusammenstellen mit Nudeln und Garnelen oder Fleisch, Gemüse, was auch immer. Man kann sich das da frisch anbraten lassen. Das gibt's hier nicht. Das East ist allgemein einfach ein bisschen kleiner. Trotzdem waren die Sachen super lecker. Ich habe auch echt relativ viel gegessen und viel Verschiedenes. Ich mag das ja immer voll gerne, mir von allem einfach so ein bisschen was zu nehmen. Die Samosa kann ich sehr empfehlen. Die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und dann waren wir noch mit ein paar anderen Leuten zusammen danach das Dessert im French Kiss essen. Ich habe mir da mal Macarons gekauft zum ersten Mal. Die waren sehr, sehr lecker. Ich esse ganz gerne Macarons. Aber auch alles andere da sieht richtig geil aus. Also wenn ihr mal ein ganz dekadentes Dessert wollt, könnt ihr das im French Kiss machen. Nur die Macarons sind aufpreispflichtig. Also wenn ihr alle anderen Sachen da nehmt, sind die eigentlich nicht aufpreispflichtig. Das ist ja ein à la carte Restaurant. Ihr zahlt also die Getränke dort. Es sei denn, ihr habt ein Getränkepaket, dann nicht. Ja, das ist diesmal ganz cool. Ich habe ja sowieso mal eine sehr geringe Getränkerechnung, aber bisher beläuft die sich fast auf null. Fast, weil ich gestern im Brauhaus mal eine Runde Bier ausgegeben habe. Und zwar habe ich das Zwickel genommen, das aus Meerwasser hier vor Ort gebraute Bier. Und das ist tatsächlich immer aufpreispflichtig, egal welches Getränkepaket ihr habt. Was ich euch übrigens noch von gestern erzählen wollte. Wir haben gestern unseren Auslaufslot verpasst. Und zwar hat wieder eine Person gefehlt. Und der Kapitän hat wieder ein bisschen auf die Person gewartet. Wollte irgendwie 10 Minuten warten. Dann ist die Person auch tatsächlich gekommen. Und dann kam wieder eine Durchsage. Tja, wir haben zu lange gewartet. Unser Auslaufslot ist verpasst. Jetzt fährt erstmal ein Containerschiff aus dem Hafen. Und dann mussten wir 30 Minuten später starten. Also sowas kann halt auch mal passieren. Hatte ich bisher auch noch nicht. Was ganz, ganz wichtig ist, ich quatsche jetzt einfach mal drauf los und erzähle mal ein bisschen, was ich noch erzählen wollte. Also in der EU könnt ihr ja eure mobilen Daten ganz normal benutzen. Ihr habt da ja eure Internetflat und eure Telefonflat. Das ist ja auch gesetzlich so geregelt, dass das alles so funktioniert wie in Deutschland, solange ihr in der EU seid. Wenn ihr aber auf See seid, dann bitte, bitte immer macht einfach unbedingt eure mobilen Daten aus. Denn der Seetarif ist der teuerste Tarif, den es gibt. Der ist noch teurer als der Tarif in der Luft. Da muss man wirklich immer dran denken. Ich gucke jetzt mal, ob ich die SMS noch habe. Da kommt nämlich dann immer wieder die SMS. Achtung, sie sind hier im Maritim Communications Gedönsgebiet. Und da sehen wir, zum Thema Telefonieren
kostet 6,09 € die Minute plus 1,82 € Verbindungskosten, wenn ihr telefonieren wollt. Ich finde gerade die SMS mit den Roaming-Gebühren nicht mehr, aber das ist auch unfassbar teuer. Also lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich meine, dass 10 Megabyte 29,99 € kosten. Ja, das ist ganz verrückt. Also auf jeden Fall immer abstellen. Das wollte ich euch unbedingt noch sagen, dass da bloß jeder dran denkt. Das ist ganz wichtig. Ich achte da sehr, sehr akribisch drauf. Noch zu meinem Abend. Ich war dann also im East Restaurant, ich war im French Kiss und dann war ich tatsächlich spontan mal in diesem Funpark. Das ist ja der Indoor-Spielplatz für Kinder. Da sind natürlich spätabends keine Kinder und deshalb haben wir da einfach mal ein bisschen gespielt und sind da mal ein bisschen rumgeklettert. Der ist richtig cool gemacht. Also man kann da sehr hoch klettern. Es gibt eine große, steile Rutsche für Kinder. Mega toll. Wenn ich da an mein Patenkind denke, für die wäre das ein absoluter Traum, hier rund um die Uhr auf den Indoor-Spielplatz gehen zu können. Macht total Spaß und kann man vielleicht auch als Erwachsener mal abends machen, wenn da keiner ist. Und dann sind wir ja mit mehreren Leuten in den Beach Club gegangen, wo Crew meets Band ist. Und Crew meets Band bedeutet, dass einfach Crewmitglieder mit der Band halt singen. Also da kann sich jeder melden. Da sind auch viele Leute, die zum Beispiel hier in der Reinigung arbeiten oder im Room Service oder so. Da kann dann jeder einfach mal was vorsingen. Das ist auch ganz cool. Das läuft auch tatsächlich jetzt gerade noch. Ich höre es auch ganz leise, denn ich habe hier die Balkontür weit auf, weil es gerade voll angenehm ist draußen und ich hier ein bisschen frische Luft reinkommen lasse. Und da ich halt, wie gesagt, morgen früh fit sein will für die Einfahrt in Lissabon und ich glaube auch, dass morgen ein anstrengender Tag wird, ich werde wahrscheinlich den ganzen Tag dann durch Lissabon rennen. Ja, da ist es mir dann wichtiger, dass ich morgen ausgeschlafen und fit bin einigermaßen und dann lieber ein bisschen früher ins Bett gehe. Morgen geht um 7:30 die Sonne auf, um 4:45 geht sie unter. Wir sollen 15 Grad und Sonne haben. Und hier steht auch schon wieder, beachten Sie bitte, dass die Gangway im Laufe des Tages aufgrund der Gezeiten verschoben werden kann. Das war gestern in Cadiz auch so. Also wir sind auf Deck 3 ausgestiegen, aber auf Deck 4 wieder eingestiegen. Hier wird wieder auf zivile Unruhen hingewiesen. Das hatten wir jetzt jeden Tag drin stehen. Und es gibt einen Sicherheitshinweis zu Kriminalität. Also da in der Stadt muss man sehr gut aufpassen. Was ich ja mal am interessantesten in der Ida heute finde, ist natürlich einmal das Programm. Und vor allem interessiert mich da das Abendprogramm, wenn ich wieder zurück an Bord bin. Um 19 Uhr legen wir ab. Was ist denn hier noch interessant? Um 20.30 Uhr ist Wer wird Millionär im Theatrium, finde ich eigentlich auch immer sehr cool. Dann ist das hier immer ganz cool. Ja, das habe ich ja schon öfters gesagt, das ist halt immer ganz cool, um sich zu orientieren, was man so in der Nähe machen kann. Da sind einige Sehenswürdigkeiten aufgeführt und da orientiere ich mich auch tatsächlich öfters mal so ein bisschen dran. Und auch immer ganz wichtig, da werfe ich auch oft im Laufe des Tages den ein oder anderen Blick nochmal rein, sind die Öffnungszeiten der Restaurants und Bars, wann es wo wie Kaffee und Kuchen gibt und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder, dann in Lissabon. Bis dann, tschüss!